So, und heute geht's zum Trizeps-Training. Also auch hier wieder nicht lange gequatscht. Film ab, ab ins Studio und alle Trizeps-Übungen kennenlernen. Jetzt sind wir bei der Bread-and-Butter-Übung, die ich finde, für den Trizeps. French Press. Werden auch Skull Crusher genannt im amerikanischen Raum. Im Prinzip ist das eine der stärksten Übungen mit der größten Trizepsanspannung, die wir haben. Die haben wir in verschiedenen Varianten und es gibt ein paar Dinge zu beachten, die nicht unbedingt falsch sind, sondern da geht es vor allem darum, dass wir andere Akzente setzen. Und die werde ich euch jetzt zeigen. Wie wir in dem Anatomie-Teil schon gemerkt haben, habe ich euch erzählt, wenn wir den Oberarm gleich im 90-Grad-Winkel zum Boden haben, dass wir dann vor allem weniger den langen Trizepskopf benutzen und umso weiter wir nach hinten gehen, umso mehr den langen Trizepskopf benutzen. Außerdem lassen wir die Ellbogen möglichst weit drin. Umso weiter wir diese drin lassen, desto mehr trainieren wir den kompletten Trizeps und auch wieder den äußeren Kopf. Umso weiter wir nach außen gehen, desto mehr trainieren wir auch hier den inneren Kopf. Das macht sich natürlich auch bei den Variationen im Griff bemerkbar, ob wir einen engen Griff benutzen oder einen weiten Griff. Üblicherweise machen wir das mit der SZ-Stange. Die schön gebogene und ich nehme hier üblicherweise den engen Griff, weil ich dann auch viel mehr Konzentration darauf habe, die Ellbogen weit drin zu halten. Habt ihr einen Trainingspartner, gibt der euch das Gewicht am besten an und nimmt es auch wieder ab. Ansonsten müssen wir es eben selbst machen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Variante, wo der Oberarm im 90-Grad-Winkel zum Boden ist, genau senkrecht. Das heißt, wir gehen hier runter und jetzt wird einem auch klar, warum die Skull Crusher genannt werden. Und der Oberarm bleibt dabei immer senkrecht zum Boden. Wir gehen nicht nach hinten und wir gehen auch nicht nach vorne damit. Senkrecht zum Boden und nur die Unterarme bewegen sich nach oben. Hier runter, vor der Stirn stoppen ist besser. Und wieder nach oben. Ellbogen drin lassen. Man neigt leicht dazu, die nach außen zu tun und so hoch zu drücken. Wir lassen die innen maximal und gehen dann nach oben. Können wir das natürlich noch im breiten Griff machen. Den haben wir hier. Jetzt seht ihr, die Ellbogen gehen automatisch weiter nach außen. Aber auch hier halten wir die so weit es geht nach innen und nutzen das nicht aus und gehen ganz weit nach außen. Und drücken das hier. Nun noch die Variation, wenn der Oberarm weiter hinten ist. Dadurch haben wir eine Dauerspannung. Im Prinzip, sobald wir hier oben mit dem Gewicht sind, entspannt sich der Trizeps ein kleines wenig. Es ist nicht mehr so viel Belastung darauf. Wenn wir das aber schon so machen und die Ellbogen nach innen halten, haben wir eine Dauerbelastung im Peak-Zustand, also in der maximalen Kontraktion im Trizeps. Und hoch. Haben aber mehr den langen Trizepsanteil noch drin. Ich kann euch nur empfehlen, beide Varianten zu benutzen und die vielleicht dann im Wechsel in jedem Trainingsplan mal mit einzubauen. Das heißt einmal die Variante, wo der Oberarm weiter nach hinten guckt und wo der Oberarm im 90-Grad-Winkel zum Boden ist. Ansonsten kann ich empfehlen, immer den engen Griff zu nehmen, aber für diejenigen, die das komfortabler finden, natürlich auch der breite Griff. Jetzt zeige ich euch das Ganze noch mit den Kurzhanteln im nächsten Video. Da haben wir sie wieder, die Kurzhanteln. Hier können wir uns jetzt natürlich mehr oder weniger den Griff besser aussuchen. Und im Gegensatz zur SZ-Stange können wir jetzt mit einem kompletten Hammergriff übergehen. Ansonsten gilt eigentlich das Gleiche wie gerade schon bei der SZ-Stange gezeigt. Ellbogen lassen wir möglichst weit zusammen und es gibt die zwei Variationen, den Oberarm weiter nach hinten zu lehnen und dadurch mehr eine Dauer-Spitzenkontraktion drauf zu haben oder den Oberarm im 90-Grad-Winkel zum Boden. Hier neigen wir vor allem dazu, in den letzten Wiederholungen weit auseinander zu gehen. Natürlich ist das dann so leichter. Aber die korrekte Ausführung bleibt eng zusammen. Die Ellbogen zeigen nach vorne, nicht zur Seite. Und wir gehen wieder hier runter. Hier ist es wichtig, macht die Skull Crusher nicht wirklich zu Skull Crusher. Das heißt, hier unten geht ihr leicht zur Seite. Die Hanteln sollten sich dabei nie berühren. Und dann könnt ihr wieder in den normalen Hammergriff gehen. Einfach nur, um eure Birne auszuweichen. Das ist ganz gesund. Das Ganze natürlich wieder auch mit der Variante. Und ihr könnt natürlich auch aus dem Hammergriff den Hammergriff verlassen
und das Ganze mehr so machen. Auch hierbei die Ellbogen zusammenlassen. Ich kann euch nur empfehlen, auch hier wieder beides zu machen. Tauscht von Trainingsplan zu Trainingsplan mal die SZ-Stange mit den Kurzhanteln aus. Eine ganz spezielle Variation der French Press, die wir kennengelernt haben, für mich die wichtigste Übung für den Trizeps, ist die am Kabel mit einer Bank. Hier können wir jetzt die gleiche Bewegung machen. Im Prinzip wie bei French Press haben wir den Oberarm mit 90 Grad Winkel zum Oberkörper und schieben das Gewicht nach vorne. Nur der Unterarm bewegt sich dabei. Das Besondere hierbei ist allerdings, dass wir jetzt eine andere Spitzenkontraktion haben. Wo wir die vorher mehr im unteren Bereich hatten, zumindest die größte Spannung auf den Trizeps, da war es hier am schwierigsten, wenn wir liegen, haben wir das jetzt genau hier oben, da jetzt das Schwerkraftverhältnis anders ist. Vorher hatten wir die Schwerkraft, die zu unserem Körper wirkte, und jetzt haben wir eine Schwerkraft, die irgendwo hinter uns ist. Werdet ihr jetzt sehen, ist auf jeden Fall eine ganz andere Variante für die French Press, die einen ganz anderen Reiz setzt. Dazu stellen wir die Bank ungefähr so ein, 45 Grad Winkel. Und könnt ihr ja halben Meter, Meter weit wegstellen davon. Und dann der kleine Kunstgriff. Weit genug wegziehen das Kabel, hinsetzen, hinlegen. Und ihr seht schon, es zieht mich automatisch nach oben. Bei der normalen French Press hat es mich nach unten gezogen. Jetzt gehen wir hier in diesen 90 Grad Winkel, vom Oberarm zum Oberkörper und drücken es hier hoch. Ihr neigt wahrscheinlich dazu, und das dürft ihr nicht machen, mit den Armen auch nach unten zu gehen. Das wollen wir nicht. Die Oberarme bleiben immer gleich, immer in dieser 90-Grad-Stellung. Und nur die Unterarme bewegen sich. Ellbogen bleiben wieder zusammen, nicht nach außen, möglichst weit zusammen. Und dann habt ihr hier eine Spitzenkontraktion drin. Das Ganze könnt ihr noch ein bisschen verstärken, indem ihr den Sitz weiter nach oben macht. Und jetzt ein bisschen mehr Radius habt für den 90-Grad-Winkel. Probiert es mal aus, kann ich euch nur empfehlen, eine super Übung. So, die Dips kennt jeder, ob vom Barren, vom Spielplatz oder sonst wo, an jedem Geländer. Das ist im Prinzip eine der Übungen, die mit dem eigenen Körpergewicht funktionieren. Natürlich kann man sich auch Gürtel holen, und das empfiehlt sich auch. Wenn man im Hypertrophiebereich bleiben möchte und schon zu den Fortgeschrittenen zählt, dann kann man sich entweder Ketten umhängen, um ganz gefährlich damit auszusehen, oder eben einen Gewichtsgürtel holen und dann da Hanteln reinhängen. Das Ganze gibt es auch noch an der Maschine, das zeige ich euch später. Das ist im Prinzip eine Übung, eine Mehrgelenksübung. Das haben wir beim Bizeps nicht kennengelernt. Dort gibt es nur die Isolationsübungen, die den Bizeps benutzen. Beim Trizeps haben wir so etwas drin. Und trotzdem geht es sehr stark eben anteilig auf den Trizeps. Wie wir das aber machen, man kann auch durchaus Dips für die Brust mehr trainieren. Das zeige ich euch jetzt. Davon gibt es zu beachten, Ellbogen wieder möglichst nah am Körper lassen. Wir gehen damit nicht auseinander. Umso weiter wir auseinander gehen, tendenziell benutzen wir mehr die Brust. Außerdem gehen wir mit dem Kopf möglichst weit nach oben und die Beine strecken wir durch. Wenn wir die Beine anziehen und den Kopf nach unten bringen, dann bringen wir uns mehr in eine Schräglage. Und umso mehr wir in eine Schräglage kommen, desto mehr benutzen wir wieder die Brust. Wir versuchen also möglichst seitlich vom Körper zu bleiben. Umso weiter wir das so machen, desto mehr sind wir in einem Bereich, wo man das schon Negativbankdrücken nennen könnte. Reinhängen, Ellbogen nach hinten, nach oben gucken, die Beine möglichst nach unten. Jetzt gehen wir hinten runter. Wohlgemerkt, nicht so runter, sondern hinten mit den Ellbogen runter, so wie es geht, und nach oben. Versucht vor allem, das ist ein kleiner Tipp am Rande, am Anfang Spannung aufzubauen. Viele machen den Fehler, selbst wenn die, vor allem wenn die Gewicht dran haben, dass sie hochhüpfen, und hier werden sie auf einmal überlastet im Trizeps, weil plötzlich das Gewicht drauf kommt. Deswegen macht das Ganze langsam. Baut Spannung auf, spannt schon mal den gesamten Körper an, den gesamten Körper. Geht langsam hoch und hüpft nicht hoch, und dann langsam runter.
Lasst euch nicht übermannen, denn auch euer Körpergewicht ist schon eine ganze Menge. Und dann kann man diese Übung sinnvoll einbauen. Wir sind hier an der Dip-Maschine. Wir haben schon Dips frei kennengelernt, was im Prinzip die Hauptübung ist. Aber es gibt auch Dip-Maschinen. Die haben verschiedene Ausführungen. Oft gibt es welche, indem man die Beine unten einklemmt oder sich mit einem Gürtel festmacht, damit man einfach nicht nach oben rutscht. Die Maschine kommt ohne aus und ich schaffe das auch ohne. Wichtig dabei ist, dass ihr den Sitz so niedrig einstellt, dass ihr wirklich ziemlich hoch kommt. Umso mehr aktiviert ihr nämlich tatsächlich auch den Trizeps, bevor ihr das nur hier unten in einem kleinen Radius macht. Ja, und dann heißt es im Prinzip, Ellbogen wieder dicht am Körper lassen und nach unten drücken das Ganze. Dabei den Trizeps nochmal richtig anspannen, nicht locker lassen, Brust möglichst schön raus, kleines Hohlkreuz machen. Auch das bewahrt euch davor, mehr für die Brust zu machen. Und so weiter ihr nach vorne geht und so tut, desto mehr macht ihr für die Brust. Wollen wir überhaupt nicht. Also gehen wir richtig zurück. Beine könnt ihr auch ruhig unten drunter tun und drücken nur aus dem Trizeps nach unten. Auch nicht seitlich. Die Ellbogen, wie gesagt, möglichst eng am Körper und nur daraus drücken. Schön weit hoch und wieder runter. Das ist die Dips-Maschine. Vor allem eignet die sich gut, um einige Supersätze zu machen, weil man eben ein Steckgewicht hat. Richtig gut kann man den Trizeps vor allem am Kabeltower trainieren. Und da haben wir auch natürlich wieder alle Griffvarianten, die wir auch beim Bizeps haben. Wir können das natürlich mit dem normalen, geraden Griff machen und das Ganze nach unten drücken. Wir können das Ganze mit einer schrägen Version machen, wie dieser hier, und dann wieder nach unten drücken. Wir können das natürlich auch einarmig machen, entweder im Untergriff oder eben oben. Das Ganze natürlich auch, wenn wir nur das Kabel haben, im Hammergriff. Und ich demonstriere euch jetzt wieder meine Lieblingsvariante mit dem Seil. Hierbei achten wir wieder darauf, der Oberarm bleibt am Körper. Wir gehen damit nicht nach außen. Und im Prinzip auch wieder nur der Unterarm geht in die Streckung, bis der Trizeps maximal kontrolliert. Nochmal richtig anspannen in der Zeit und dann wieder. Hier wird eben trainiert. Ihr seht, meine Ellbogen gehen nicht nach außen. Bei der Variante mit dem Seil habt ihr vor allem mehr den äußeren Trizeps dabei. Denn desto mehr ihr in die Supination geht, desto mehr habt ihr den äußeren Anteil dabei. Und desto mehr in die Pronation geht, desto mehr habt ihr den langen Trizepskopf dabei. Das heißt, nehmen wir diese Variante, ist vorzüglich vor allem der lange Kopf beteiligt. Nehmen wir eine Variante wie die am Seil oder machen das Ganze im Untergriff, haben wir mehr den äußeren Kopf. Das sind die ganzen Kabelvarianten. Ich hoffe, auch diese Episode hat euch gefallen. Lasst es mir da in den Comments und mit einem Like. Und ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt, denn ab jetzt geht es trotzdem noch weiter. Wir haben gerade mal die Hälfte aller Folgen hinter uns. Tja, was mag da noch kommen? Bis bald, euer Gotti.